so mit sich bringt. Also, schauen wir uns das mal an. Das neue Divi-Feature. Wir können vielleicht erstmal kurz, bevor wir loslegen. Ja, ich versuche euch das Problem zunächst zu erklären. Okay, wir machen es folgendermaßen. Wir machen jetzt ein Review. Wir machen jetzt ein Review von dem neuen Divi-Feature, dem Divi-Presets. Bisher war es bei Divi so, wenn wir jetzt sagen, wir fügen eine neue Seite hinzu, dann haben wir die Möglichkeit, den Divi-Builder zu verwenden. Der erstellt Autodraft, der ist nett von ihm. Und jetzt kommen hier eigentlich direkt die Auswahl, wie möchten wir weiter vorgehen. Und dann sagen wir, ja, wir wollen starten natürlich. Wir wollen jetzt mal ein Layout laden aus der Divi-Bibliothek. So, wir wollen jetzt ein Pre-Made Layout haben. Und es ist jetzt ehrlich gesagt ziemlich egal, welches wir nehmen. Wir nehmen einfach mal die Agency, sagen Use this Layout für die Landingpage. Dann wird es automatisch reingeladen. Das ist eins der coolsten Features, offensichtlich von Divi, so ganz im Allgemeinen. Ohne dass ihr da großartig was machen müsst. So, jetzt ist das Layout da. Dann ist es am sinnvollsten, Agency Layout, wir benennen es mal irgendwie sinnvoll und sagen mal veröffentlichen. So, jetzt ist die Seite gespeichert. Jetzt können wir uns die Seite entsprechend anschauen. Und hier machen wir mal die Bearbeitungsansicht auf, damit das Problem ein bisschen besser verdeutlicht werden kann. Also das Problem in Anführungszeichen. Wir haben jetzt aktuell hier ein einheitliches Design auf der Seite. Hier sieht man das noch ein bisschen besser. Also es gibt immer eine Überschriftenfont. Ah, und ich glaube, genau, hier sieht es nämlich anders aus. Es hängt damit zusammen, dass ich standardmäßig die Google-Fonts in Divi deaktiviert habe. Ich schalte die mal an, nur um das richtig zu zeigen. Also ich schalte mal Google-Fonts an. Ich bin immer jemand, der versucht, den DSGVO-Anforderungen nachzukommen, und Google Fonts und DSGVO verträgt sich nicht immer so gut. So. Muss ich die jetzt nochmal reinladen? Weil eigentlich sollte die doch anders aussehen. Was ist er denn hier? Der hat hier... Ne, Montserrat. Das ist Montserrat. Erkenne ich einigermaßen. Montserrat ist eine Schriftart, die ich tatsächlich kenne. Das müsste Open Sans sein. Also die Standardschriftart von Divi. Genau, das ist nichts... Hier ist Open Sans. Okay, alles klar. So. Ihr habt jetzt hier euer Design. Das kommt aus dem Layout-Pack. Und es sieht grundsätzlich gut aus. Und hier ist zum Beispiel festgelegt, dass diese Überschrift jetzt Montserrat verwenden soll. Wenn ihr euch jetzt in den Quellcode reinschaut, und ich verstehe vollkommen, dass jetzt jemand sagt, aber der Quellcode ist mir doch egal, ich befasse mich damit nicht. Aber glaubt mir, es ist relevant für Google. Für die Ladezeit eurer Seite ist es extrem entscheidend. Wenn ihr jetzt hier in den Quellcode reinschaut, dann seht ihr, dass die Angabe, dass diese Schriftart hier Montserrat sein soll, folgendermaßen eingetragen ist, nämlich mit dem ETPB Full Width Header underscore 0. Also alle Module, alle Sections, alles in Divi wird automatisch durchnummeriert. Ihr seht es hier in dieser Section, die hat hier am Ende ETPB Full Width Header 0. Ihr seht es in der Row, wenn ihr irgendwo eine Row habt, also wenn wir jetzt hier weiter nach unten gehen, hier seht ihr das auch sehr gut. Das ist jetzt hier die erste Section, deswegen hat die ETPB Section underscore 1. Da ist eine Column drinnen, die hat eine Nummer, das ist die Nummer 0, weil das Zählen beginnt immer bei 0 im normalen Programmierzeugs. Und all diese Angaben, dass jetzt zum Beispiel dieser Blurb hier blau sein soll, ja, diese Farbe, die wird für jedes Modul einzeln festgelegt. Also wir haben jetzt hier die Angabe ETPB Blurb 1, ETPB Icon, ja, Font Size und so weiter. Wir gehen auf den nächsten. Er sieht zwar genauso aus, aber im Quellcode ist es folgendermaßen. Jetzt wird hier entsprechend festgelegt, dass der zweite Blurb auch die Farbe blau haben soll. Also es wird für jedes einzelne Element wird festgelegt im Quellcode, wie das ausschauen soll. Und das ist selbstverständlich unglaublich ineffizient. Also es ist genau das Gegenteil von der Idee hinter CSS. CSS sind Cascading Style Sheets. Und die eigentliche Idee von CSS ist, dass man eine Angabe hat, die gilt für alle Elemente und nur die Elemente, die dann zum Beispiel ein anderes Attribut haben, zum Beispiel eine andere Klasse haben oder so, sollen anders aussehen. Ja, man kann das selbstverständlich überschreiben, aber das war bisher relativ
benutzerunfreundlich. Also ich kann nicht als 0815 Benutzer, der jetzt Divi runtergeladen hat und von HTML und von CSS ziemlich wenig Ahnung hat, kann ich nicht da reingehen und sagen, ja, ich möchte jetzt aber, dass alle Blurbs irgendwie eine andere Farbe haben. Mit Divi geht es grundsätzlich, indem ich jetzt hier reingehe und sage, ich möchte jetzt, dass dieser Blurb hier zum nicht in die Library soll, sondern dass er jetzt hier eine andere Farbe bekommt. Also wenn wir das Image und Icon und ach, das ist unter Design. Und sage jetzt bei Image und Icon, dass das für mich aus Orange sein soll. Dann ist das erste Icon Orange. Aber ihr seht, die anderen Icons ändern sich nicht. Dann gibt es auch Optionen dafür, indem ich jetzt sage Extend Icon Color und sage dann, okay, alle Blurbs von mir aus in dieser Sektion. Das ist auch ein schöner Workaround. Jetzt habe ich hier alle orange gemacht. Aber wenn ich jetzt die Seite speichere und dann im Anschluss danach, nachdem ich die Seite gespeichert habe, die Seite hier neu lade, das können wir mal zumachen, dann habe ich eigentlich das gleiche Problem wie vorher. Also, da ist jetzt wieder festgelegt, dass dieser Blurb hier, der erste Blurb, ETPB0, das Orange haben soll und dass der letzte das Orange haben soll. Aber ihr seht schon, die Zahl ändert sich hier jedes Mal. ETPB Blurb 0, ETPB Blurb 1, ETPB Blurb 2 und so weiter. Und es ist unglaublich viel Datenmüll in der Datenbank. Noch schlimmer ist es, wenn ihr nicht aktiviert habt, dass Divi von Haus aus die Styles quasi innerhalb von der CSS-Datei anlegen soll, sondern diese Styles inline ausgibt. Das seht ihr hier, hier steht inline 1. Also das heißt, diese ganzen Angaben, die wir haben, zum Beispiel diese hier, die landen jetzt hier irgendwo im ganz normalen Source-Code von der Seite. Und ich weiß, das interessiert die meisten Menschen nicht. Ja, ihr als normaler Anwender werdet euch sagen, naja gut, ist mir doch wurscht. Aber guckt euch mal diesen Rattenschwanz an. Ja, das ist alles nur Styling-Angabe, die da im Quellcode steht. Da können wir den ganzen Tag scrollen. Ja, und das ist Müll, um es mal so direkt zu sagen. Also hier seht ihr das, die Variable ETPB Custom ist gleich und jetzt kommt hier dieser ganze Müll. Ja, dass irgendwie ein Teil eine Farbe haben soll und so weiter. Es ist alles hier im Quellcode hinterlegt. Und es macht die Seite letzten Endes langsam. Das ist nicht gut. So, was war bisher die Abhilfe? Bisher war die richtige Lösung, also die datentechnisch saubere Lösung, dass man in der Style-Datei seines Child-Themes zum Beispiel sowas geschrieben hat wie Hashtag Page-Container und dann etpbblurb und dann et-minus, bisschen komisch, uneinheitlich benannt. Und dann nehmen wir hier zum Beispiel Color F00. So, jetzt sind alle Blurbs plötzlich rot. Mit einer Angabe. Das ist der große Unterschied. Ich habe jetzt eine Angabe gemacht und plötzlich sind alle Blurbs rot. Nicht nur die hier in dieser Zeile, sondern wenn hier unten nochmal irgendwo Blurbs vorkommen, das habe ich natürlich vorher nicht geguckt. Nein, ist nicht der Fall. Dann sind diese Blurbs auch alle rot. Und das ist offensichtlich relativ effizient, was jetzt den Code betrifft. Ich habe eine Angabe und ich habe alle Blurbs geändert. Wenn ich mich in 2 Jahren dazu entscheiden will, dass die Blurbs nicht mehr rot sein sollen, sondern von mir aus schwarz oder so, dann mache ich einfach eine 000 draus und zack, sind alle Blurbs jetzt schwarz. So arbeitet man eigentlich. Man hat eine zentrale Stelle. Normalerweise ist das Stylesheet von eurem Child-Theme, falls ihr mit einem Child-Theme arbeitet. Oder man kann sich halt auch damit behelfen, dass man sich jetzt hier diesen CSS-Code nimmt und den CSS-Code dann in die Divi-Option hier, also Theme-Options, und dann hier unten bei CSS, Custom CSS einträgt. Ist nicht ideal, weil das hier ziemlich schwer zu bearbeiten ist. Also da immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, ist ziemlich schwer. Ja, es ist ziemlich benutzerunfreundlich. Deswegen, ich arbeite üblicherweise immer so, ich habe quasi mein Style-Sheet für mein Child-Theme. Ja, das ist dann immer ein, das kann man hier angeben, Template Divi. Dann benutzt dieses Child-Theme alle Styles von Divi, alle Standard-Styles von Divi und überschreibt die quasi jetzt mit eigenen Angaben. Zum Beispiel, dass der Body die Font-Size 18 Pixel haben soll. So, ganz lange Rede. Vom bisherigen Stand. So war es bisher bei Divi. So war alles bisher. Wie ist es jetzt? Beziehungsweise, wie war es bis gestern? Bis gestern gab es die globalen Defaults. Da konnte ich jetzt sagen, ich nehme hier einen Module-Style, wie jetzt eben, ich komme immer auf dieses Add-to-Library, wie jetzt den hier, und dann gab es die Möglichkeit, hier rechts gab es da noch so ein kleines Feld, zu sagen, ich schalte jetzt auf die globalen Module-Styles. Ich habe das hier noch irgendwo offen, ich habe nämlich noch 10 Divi-Installationen, die noch nicht geupdatet sind, ich kann euch das kurz zeigen. Die Vorteile daran waren, dass ihr jetzt plötzlich global Styles festlegen könnt. Es hat nur auch wieder einen Nachteil, ihr könnt nur einen globalen Style festlegen. Und wenn ihr schon mal ein bisschen, na, was ist denn mit dieser Seite los? Wenn ihr schon mal ein bisschen aufwendigere Seiten gebaut habt, dann wisst ihr selbstverständlich, dass ein globaler Style in vielen, vielen Fällen nicht ausreicht. Ja, ein globaler Style ist nett und schön. Es gibt ja schon wieder 7 Updates, ey. Das war doch eigentlich up to date. Wir machen mal eine Seite auf hier. Zum Beispiel die
Die Hauptzeit ist die einzige, mit der ich wirklich gearbeitet habe bisher. Also machen wir die mal auf. So, und jetzt vergleichen wir mal die Hauptseite, die wir haben, im Stil, vom Stil her, mit meiner Testumgebung. Dann kann ich euch nämlich auch direkt nochmal sehr anschaulich präsentieren, was da der große, große Unterschied ist. So, das ist meine Hauptseite. Wenn ich jetzt hier auf das Modul gehe und hier sage, zeig mir mal die Modify Styles, dann seht ihr, dass der nur eine CSS-Klasse bekommen hat und sonst gar nichts. Ja? Und die Seite sieht jetzt quasi so aus, dass hier eine gewisse Schriftart, das ist die Varela Round, für die Überschrift verwendet ist. Das ist ein Element, dieser kleine Strich, der wird automatisch durch die Klasse erzeugt nach der Überschrift. Der Text hier unten hat wieder eine andere Font, das ist Poppins. Und auch diese Schriftart wird jetzt nicht irgendwie in den Module Styles festgelegt, sondern all diese Sachen, dass diese Schriftart ausgewählt werden soll für Überschriften, dass dieses Element da kommen soll nach der Überschrift, dass die Schriftart für den normalen Text hier unten wieder eine andere ist. All diese Sachen sind nicht in den Modified Styles angelegt, sondern alle in der CSS-Klasse Header Text. So habe ich bisher gearbeitet. Das ist sauber. Weil jetzt kann ich an einer Stelle in meinem Source Code sagen, ja, ich möchte jetzt aber, dass der Strich nach der Überschrift nicht mehr purple ist, sondern dass er jetzt gelb ist oder rot oder sonst was. Mache ich das an einer Stelle und alle Überschriften sind geändert. Rufen wir mal die Seite kurz auf. Also hier seht ihr überall diese kleinen Striche, die da unter den Überschriften oder unter diesen Elementen. Ach, ich glaube, das ist sogar ein Divider, das ist was anderes. Aber hier haben wir quasi die Überschrift. Die Überschrift hat hier ein After-Element und das ist eben hier im Style-Sheet, in der Style-CSS von meinem Child-Theme festgelegt. An einer zentralen Stelle habe ich festgelegt, dass alle Überschriften irgendeinen Strich danach haben sollen. Nur, dass die Farbe bei Überschriften erster Ordnung von mir aus jetzt purple ist und bei Überschriften dritter Ordnung von mir aus rot. Kleiner Unterschied, aber das war's. So, wie sieht es bei der Seite hier aus? Wenn ich hier den Filter anschalte für irgendein Modul und Modified Styles anklicke, habe ich hier 87 Angaben. Das hält sich hier noch einigermaßen in Grenzen, aber ihr habt hier eine Line-Height festgelegt, ihr habt eine Line-Height für den Title festgelegt, ihr habt eine Schriftgröße festgelegt, eine Text-Size und so weiter. Und all diese Angaben, jede von denen, resultiert in einer zusätzlichen Angabe im Source-Code. Also wenn ich jetzt hier drauf gehe auf den Überschrift, dann sehe ich, dass hier eingestellt ist, Inline-Styles wieder, dass der erste Blurb beim Modul-Header, bei dem Link danach, die Font-Family Montserrat haben soll, die Font-Size so und so, die Line-Height so und so und so weiter und so weiter. Und all diese Angaben stehen jetzt für jeden einzelnen Blurb wieder im Quellcode drin. Und das ist, wie gesagt, das ist Datenmüll, das macht die Seite langsam, das macht die Seite ineffizient. Das macht es für euch schwieriger, ein allgemeines Design zu haben, das für eure komplette Seite sich durchziehen soll. Und dann sieht die Seite weniger professionell aus, wenn ihr hier mal Schriftgröße 24 an der einen Stelle habt oder 30 und an der anderen habt ihr 22 und so weiter. Ja, dann habt ihr eine Seite, die nicht einheitlich ausschaut und nicht einheitliche Seiten gewinnen keine Preise und keine Kunden für euch. So, was ändert sich jetzt? Die neue Funktion ist, dass ihr hier oben auswählen könnt, welchen Preset ihr haben könnt. Und wer sich mit CSS auskennt, beziehungsweise alles verstanden hat, was ich bisher gesagt habe, ein Preset ist effektiv das allerselbe wie eine CSS-Klasse. Das heißt, wir können jetzt sagen, wir möchten einen neuen Preset von den aktuellen Styles haben. Den nennen wir jetzt zum Beispiel, ja, wir haben es jetzt hier orange gemacht, dann ist es ein Orange Blurb. Wir können jetzt den auch als Default Preset festlegen. Okay, das machen wir mal direkt. Und jetzt sagt er uns, dass alle Styles, die wir hier bei diesem Blurb haben, jetzt für alle Blurbs auf der gesamten Seite gelten werden. Ja, weil ich gesagt habe, dass der Default werden soll. Jetzt sage ich, ja, ist okay. So, jetzt kann ich hier jetzt habe ich mein Preset Default. Ah, das ist doch mein Orange Blurb. Der ist doch Default eigentlich. Das verstehe ich nicht ganz, aber bleiben wir mal dabei und sagen, okay. Und dann komme ich wieder zurück bei den Moduleinstellungen. Und jetzt müsste es theoretisch so sein, dass ich jetzt auf die Modified Styles gehen kann. Genau. Und jetzt plötzlich sind hier keine Modified Styles mehr. Also das alleine hat schon einen großen Unterschied gemacht. Jetzt gehen wir mal hier oben auf Speichern für die Seite. So. Und jetzt gehe ich wieder auf die Seite, lade die Seite einfach neu und theoretisch müsste jetzt beim letzten Blurb der Code sehr viel klarer aussehen. Also beziehungsweise, wenn wir uns nur den einen Blurb anschauen, ja, er hat immer noch ein Icon Size, das ist interessant. Wo ist denn der Preset jetzt gespeichert? Weil das ist eigentlich die große Frage.
Hey Ray, guten Morgen. Macht es einen großen Unterschied im PageSpeed? Ich habe immer Probleme, die Mobile Version auf einen Wert von über 50 zu bringen bei Google PageSpeed Insights. Ja und nein. Also grundsätzlich wird sich das auswirken, wenn das Feature so funktioniert, wie ich es verstehen möchte, würde es die Datengröße relativ kleiner machen. Der Hauptunterschied ist, wenn ihr Styles in einem Stylesheet habt, anstatt dass die inline im Code stehen, der Hauptunterschied ist, dass ein Stylesheet gecached werden kann. Das heißt, wenn jemand eure Seite das zweite oder das dritte oder das vierte Mal aufruft, dann muss er nicht wieder live, während die Seite lädt, auslesen, wie die Styles sein müssen, sondern sein Browser wird automatisch die Style-Datei von euch cachen und beim zweiten Aufruf der Seite muss er nicht die ganzen neuen Styles reinladen und die Seite lädt wesentlich schneller. Das ist der Hauptunterschied. Und das wird normalerweise auch bei diesen Bewertungen irgendwie Einfluss finden. Um den PageSpeed, insbesondere für Mobile, der ist bei Google, bei den Google PageSpeed Insights, das ist absolut crazy, was die da wollen, als Anforderungen. Um den hochzubekommen, müsst ihr ja ehrlich gesagt meistens andere Sachen machen, sondern die großen Stellschrauben bei PageSpeed sind erstens die Reaktionszeit eures Servers, das macht sehr viel aus und günstiges Hosting macht meistens schlechte Reaktionszeiten, das heißt günstiges Hosting stellt euch so ein großes Bein, dass ihr quasi schon gar keine Möglichkeit mehr habt oder schlechtes Hosting, es muss nicht zwangsweise teuer sein, aber schlechtes Hosting ist einer der Hauptpunkte, warum es nicht gut klappt, warum ihr keine guten Ergebnisse erzeugt beim PageSpeed. So, das ist das Erste. Das zweite sind Bildgrößen. Die ganzen Hintergrundgrafiken, die ihr hier überall seht, auch wenn die hier stark abgedunkelt sind, indem da noch ein Overlay draufgeklatscht ist, diese ganzen Hintergrundgrafiken sind im Normalfall viel zu groß. Dafür empfehle ich euch im Normalfall immer das EWWW, also Image Optimizer Plugin. Das habe ich hier vielleicht auch schon installiert, mal kurz gucken. Meine Testumgebung, das ist hier noch nicht drin, nee. Aber wenn ihr das installieren wollt, einfach Plugins, neues Plugin hinzufügen und dann sucht ihr hier nach EWWW, Image Optimizer. Reicht auch, wenn ihr einfach nur EWWW schreibt. Das hier. Das ist ein super Ding. In der kostenlosen Version hilft es auch schon. Ich habe die Premium-Version. Es kostet fast nichts. Es kostet irgendwie, was weiß ich, 500 Bilder kosten irgendwie 10 Euro. Ja, ihr habt eine riesig große Seite, die gibt es schon seit 2-3 Jahren oder so. Ihr habt 100.000 Bilder hochgeladen. Ihr lasst die komplette Seite einmal durchoptimieren mit den Premium-Einstellungen und ihr zahlt irgendwie zwischen 10 und 50 Euro. Es ist nichts. Wenn ihr davon zwei Verkäufe mehr macht, habt ihr das Geld wieder 10-mal drin, logischerweise. Das ist super. Und dann braucht ihr letzten Endes als drittes noch ein Caching-Plugin. Da empfehle ich euch im Normalfall immer WP Rocket. Das ist auch ein Premium-Plugin. Das kostet auch Geld. Es tut mir leid. Aber WP Rocket ist meiner Ansicht nach das Beste. Also insbesondere ist es extrem benutzerfreundlich. Ja? Es gibt auch andere tolle Caching-Plugins, aber kein anderes hat diesen Mix aus Benutzerfreundlichkeit auf der einen Seite und Ergebnis auf der anderen Seite. Ja, ihr habt welche, die sind kostenlos, aber super schwer zu benutzen. Ihr habt welche, die sind leicht zu benutzen, aber eben nicht so gut in der Leistung. WP Rocket ist das eine Plugin, meiner Ansicht nach, das sowohl Benutzerfreundlichkeit als auch Leistung sind beide wirklich, wirklich gut. Wir hatten das neulich mal gemacht, das ist schon 2-3 Wochen her, also ganz grob. Da haben wir eine Seite mal wirklich optimiert für die Google PageSpeed Insights. Aber gut, wir kommen jetzt ein bisschen zu weit weg von meinem eigentlichen Thema. Eigentlich wollte ich jetzt sehen, was er denn hier... Er hat es immer noch alles als ETPB Blurb 2. Jetzt muss ich mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir auf den Blurb gehen. Es wäre nämlich interessant, wenn es mehrere Schritte hat, die hier notwendig sind. Wir gehen jetzt auf den Blurb und kann man, wie oft ich heute noch auf Add to Library klicke, ey, irgendwann kostet es Geld. So, und jetzt möchte ich hier Reset Module Styles. Also ich möchte jetzt, dass alle Modulstile komplett resettet werden. Normalerweise, wenn wir das bei einem anderen Blurb hier machen, hat es die Auswirkung... Sollte es die Auswirkung haben, na, funktioniert die Funktion nicht oder was? Na doch, doch, die Funktion funktioniert. Okay, alles logisch. Normalerweise, wir machen das mal bei einem anderen Modul, zum Beispiel bei einem Button hier. Ach, das ist gar kein Button, das ist ein CTA, ein Call to Action. Ja, ein Call to Action, okay. Wir machen jetzt mal Reset Module Styles bei dem Call to Action. Was ihr feststellen werdet, ist, dass der plötzlich ausschaut wie ein Standard Call to Action. Das ist hier bei unseren Blurbs nicht passiert. Warum ist es bei den Blurbs nicht passiert? Weil wir ein Preset angelegt haben und das Preset, ja okay, er sagt ja einfach Default und der Default Preset ist der Orange Blurb, okay. Das heißt, ich kann jetzt quasi auf jedes einzelne Modul auf meiner Seite gehen, diese ganzen Custom Code Angaben wegschmeißen und am Ende sieht er aber trotzdem aus wie die anderen Blurbs, weil er sich jetzt endlich mal, wie das sein soll, die Angaben aus der Custom Klasse zieht. Und das ist der große Unterschied. Das ist der, in Anführungszeichen, Game Changer. Also wenn es nur das wäre, wäre es noch nicht der riesen Game Changer. Aber diese Presets können auch noch vererbt werden. Und dann sind wir plötzlich wirklich endlich
im Bereich, der vorher nur mit CSS-Klassen gemacht werden konnte, der kann jetzt mit diesen Divi-Presets gemacht werden. Wir sehen jetzt eigentlich keinen Unterschied, wie das alles hier für die Optik ausschaut, für uns als normalen Webseitenbesucher. Aber der Code sieht ganz, ganz anders aus. Wir gehen jetzt wieder auf das Ding drauf. Es hat sich immer noch das Ganze hier gemerkt, das ist irgendwie seltsam. Ich versuche jetzt rauszufinden, wo denn die Farbe festgelegt wird, weil er hat nach wie vor ETPB Blurb 2 hier im Code drin. Und hier beim ersten hat er 0 drin. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass wir nochmal auf die Divi-Option gehen müssen. Und dann in den Optionen hier unten. Genau, hier haben wir die Möglichkeit, die JavaScript und die CSS-Files zu kombinieren. Und in den Einstellungen für den Builder haben wir hier eine Static File CSS Generation. Was eigentlich komisch ist, weil offensichtlich passiert es ja nicht. Die ganze Zeit wird alles inline ausgegeben. Aber wir können dieses Stylesheet mal clearen. Das ist allgemein, wenn man entwickelt, immer eine gute Idee. Dann nochmal die Settings speichern. Wieder auf die Seite gehen. Und eigentlich sollten jetzt endlich diese blöden ETPB... Ja, diese Angaben, die ich hier habe, die müssten eigentlich aus dem Code verschwunden sein. Und das ist immer noch nicht der Fall. Und das ist extrem seltsam, weil genau das ist eigentlich das Feature, das angepriesen wurde von Divi mit diesen Presets, dass das endlich funktioniert. Und das ist offensichtlich noch nicht der Fall. Wir sehen aber hier, dass das aus einer Minified CSS-Datei kommt. Und diese Minified CSS ist quasi auch ein anderes Feature von Divi. Jetzt gucken wir da nochmal rein. Das sind hier diese Sachen da unten. Dieses Minifying Combined JavaScript Files, Minifying Combined CSS Files. Wir schalten diese Option mal ab. Es wäre ganz schön komisch, wenn sich das Divi-Update nicht mit den eigenen Divi-Optionen standardmäßig verträgt. Jetzt laden wir die Seite nochmal neu. So. Und es steht immer noch da im Quellcode. Also, das Feature soll eigentlich genau das Gegenteil von dem machen, was wir hier sehen. Dass hier nicht mehr ETPB Blurb und dann ETPB Icon steht und diese Angaben mit der Font Size und dem Color stehen. Sondern genau diese Sachen sollten jetzt eigentlich an einer CSS-Klasse dranhängen. Und das ist aktuell, zumindest soweit ich das hier nachvollziehen kann, wenn ich in den Quellcode reinschaue, nicht der Fall. Anscheinend funktioniert das alles so, wie es funktionieren soll. Also von der Anwenderseite, wenn ich jetzt hier in den Blurb reingehe und dann vielleicht, wir arbeiten hier mal in den Blurb mit dem Filter, ja, wir bleiben bei Default. Okay, wir sagen jetzt mal, wir schauen uns alle Modified Styles an. Ah, und interessant, er hat jetzt die Modified Styles auch direkt mit überschrieben. Also er hat jetzt quasi... Wenn man dem Backend Glauben schenken darf, ich muss zugeben, ich bin mittlerweile etwas unsicher, ob es denn wirklich so ist. Wenn man dem Backend Glauben schenken darf, dann... Ja, das stimmt ja gar nicht. Hier steht zum Beispiel immer noch Title Font Montserrat. Also diese Angaben, die hier stehen, die müssten alle resettet werden. Also normalerweise müsste hier dann wieder stehen Default einfach nur entsprechend. Und... Hier, die Font-Weight müsste zurückgesetzt werden. Also man kann die hier nicht zurücksetzen, weil die nicht geändert ist. Der Title-Text-Color müsste eigentlich auch zurückgesetzt werden. Das ist anscheinend der Standardwert. Wo ist der Icon-Wert? Weil das ist ja eigentlich auch nicht die... Okay, also er hat jetzt wirklich die ganzen Angaben, die im Default stehen, werden uns hier auch als Default angezeigt. Das ist eigentlich theoretisch gut, es ist relativ intuitiv. Es ist weiterhin so, dass ihr die Farbe für einzelne Module ändern könnt. Ohne, dass ihr jetzt irgendwie das Preset ändert, das Divi-Preset. Also das heißt, hier ist das Preset immer noch aktiv, das Orangene. Hallo, guten Morgen, Redos 12. Hier ist immer noch das Orange eingestellt, das hat alles funktioniert, das hat sich nicht geändert. Hier ist jetzt die Farbe Blau eingestellt und die ist nur für diesen einen Blurb geändert. Also so sollte es funktionieren. Und was jetzt eigentlich auch möglich sein sollte, ist, dass ihr jetzt auf diesen Blurb geht, von mir aus den Title-Text nehmt, den jetzt rot macht, von mir aus, ein bisschen größer macht, von mir aus noch fett macht. Also ihr könnt halt hier diese ganzen Änderungen machen, die ihr so standardmäßig bei... Ja, sieht alles super aus, was ich hier gerade mache. Die ihr so ganz standardmäßig mit einem Divi-Bilder machen könnt. Und dann könnt ihr hier oben normalerweise sagen, Create new preset from current styles. Und dementsprechend könnt ihr jetzt hier einen neuen Preset erzeugen. Und der heißt jetzt von mir aus blauer Icon Blurb mit roter Schrift. Also ihr könnt euch... Ihr könnt euch austoben, wie ihr die benennt. Genau, das hat jetzt quasi auch funktioniert. Und jetzt sollte es so sein, wie gesagt, bisher hat das alles noch nicht funktioniert. Jetzt sollte es so sein, dass er eben nicht mehr dann in dem Quellcode schreibt etpb blurb underscore 1 und dann die Styles drin hat, sondern eigentlich sollte das System jetzt so sein, dass er quasi eine Klasse für die eine Art von Styles hat und eine andere Klasse für die andere Art von Styles.
Es ist möglich, dass alles von der Logik her so aufgebaut ist bei Elegant Themes, dass es am Ende das Ergebnis sein wird, weil wir sehen ja hier schon, wenn ich jetzt auf den Service 1 gehe und mir die Modified Styles anschaue, dann sehe ich hier keine. Das ist ein großer Fortschritt. Ich habe hier keine Modified Styles mehr, die mir offensichtlich ins Gesicht geschmiert werden, aber trotzdem sieht die Seite letzten Endes am Ende anders aus. Das ist ein Fortschritt für die Benutzerfreundlichkeit, weil ich jetzt als Benutzer nicht in jedem Blurb reingehen muss, in jedem Blurb die Schriftart ändern muss und so weiter. Das ist anders und das ist besser. Aber wenn die Ausgabe im Frontend weiterhin diesen ganzen Müll in die CSS, in den Source Code von der Seite reinschreibt, dann ist da auf jeden Fall noch Nachbesserung gefordert von Seiten, ja, das ist auch noch so, von Seiten von Elegant Themes. Also, das Feature ist vielversprechend. Es wird das erste Mal wirklich die Möglichkeit eröffnen, dass ich für mich mal sagen würde, ich arbeite nicht die ganze Zeit mit einer Style-CSS in meinem Child-Theme, sondern ich arbeite wirklich mal mit diesen Default-Einstellungen von Divi, was dann auch meinen Kunden das Ganze leichter machen würde, selbst mal Änderungen an der Seite vorzunehmen. Das ist eine ewige Diskussion von Webdesignern. Wie viele Optionen sollte ich dem Kunden geben, dass er eigenständig Änderungen macht? Die Erfahrung sagt mir zum Beispiel, dass wenn ich dem Kunden so viele Möglichkeiten gebe, seine Webseite zu ändern, dann sind die Ergebnisse am Ende nicht so toll. Also ich könnte euch mal Kundenseiten zeigen, die von mir fertiggestellt wurden und vom Kunden bearbeitet wurden. Die sehen am Ende nicht so aus, wie dass sie irgendwie noch für den Kunden Kunden generieren, sozusagen. Ja, also die Wertschöpfungskette wird von meinen Kunden manchmal unterbrochen, wenn sie anfangen, selbst Änderungen an der Seite vorzunehmen. Deswegen sehen eigentlich alle Seiten von mir so aus, dass wenn du jetzt hier auf den Blurb gehst und sagst, ich möchte mir jetzt die Modified Styles anschauen, dass da relativ wenig steht. Meistens lasse ich die Meistens lasse ich die Animation Styles noch am Start, weil die möchte ich, dass die individuell für jedes Modul festgelegt werden können, weil meistens, wenn man drei Module hat, soll das eine von rechts reinfliegen, das andere soll von links reinfliegen, das dritte soll von oben reinfliegen, da ist es Blödsinn, irgendwie einen globalen Animation Style zu haben. Aber jetzt sowas wie Rounded Corners und sowas, das lege ich normalerweise nicht am Blurb selbst fest, sondern dafür erstelle ich, oder es ist hier ein Call to Action, dafür erstelle ich normalerweise immer eine Klasse. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hier falsch gelaufen ist. War, glaube ich, das Letzte, was ich gemacht habe und ich habe es vergessen. Ja. Schande über mich. Aber wenn wir uns mal ein anderes Modul angucken, oder hier, das haben wir uns ja vorhin angeguckt, dann ist es im Normalfall so, dass hier bei den Modified Styles fast nichts steht, außer mal eine CSS-Klasse. So sollte es eigentlich ausschauen, weil jetzt muss sich der Kunde nicht Gedanken darum machen, wie kriege ich es hin, dass die Schriftart die richtige Größe hat, wie kriege ich es hin, dass da unten immer die gleiche Schriftgröße gewählt ist und so weiter. Ich muss nicht in jedes Textmodul rein und dieses Zeug bearbeiten, sondern ich lege das als globale Styles fest. So sollte es sein. Und das wird mittel- bis langfristig, hoffentlich, mit diesem Update von diesen Divi-Presets möglich sein. Also falls euch das Video noch nicht angeguckt hat, ihr findet es entweder im Elegant Themes Blog, beziehungsweise das ist die Documentation, es gibt nochmal eine umfassende Dokumentation dazu. Das ist hier das Blog-Ding. Das ist auch ein bisschen komisch bei Elegant Themes. Ihr müsst quasi in den Footer reingehen, also ganz nach unten auf der Seite. Dann habt ihr hier unten Blog. Das haben sie irgendwann geändert, aus welchem Grund auch immer. Und es heißt hier Introducing the Incredible New Way to Design Divi Websites. Ja, das ist eine Headline, die jetzt gerade Schlagzeilen macht und funktioniert, aber in zwei Monaten, wenn jemand danach sucht, wird er sich ärgern, dass sie nicht irgendwie heißt Divi Presets. Also hier steht Divi Presets. Auch interessant. Die haben einen anderen Titel für den Blogpost in der Übersicht aller Blogposts und hier nochmal was anderes. Naja, und da wird es quasi alles nochmal erklärt, was ich euch jetzt so ein Stück weit gezeigt habe, dass ihr eben einen globalen Style festlegen könnt, beziehungsweise für jedes einzelne Modul diesen Style dann auswählen könnt, also Blue Button ist das in dem Fall, mit einem längeren Video. Und wir haben uns das jetzt immer im Detail angeguckt und ehrlich gesagt waren die Ergebnisse jetzt hier beim Output etwas enttäuschend, weil ich nämlich nicht wollte, dass hier ETPB Blurb 2 steht, sondern dass hier etwas steht wie ETPB Blurb und dann irgendwas, der Name meines Presets, also von mir aus Orange Blurb, und dass dann das dabei rauskommt. So habe ich es mir vorgestellt. So wurde es ehrlich gesagt auch angekündigt im Blog. Oder dass es sich zumindest dahin entwickelt. Bisher ist es noch nicht der Fall. Es wird mit Sicherheit einige Kommentare geben unter dem Beitrag, in denen dann Leute eben auch sagen, ey, yo, es funktioniert nicht so, wie ihr wollt. Was ist denn das? Ah, es ist ein anderer Blogpost. Entschuldigung, falscher Blogpost. Hier ist der richtige Blogpost. Ba, 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 ba.
Ja, und irgendjemand wird mit Sicherheit sagen, dass es im CSS nach wie vor genauso ausschaut wie vorher und dass ihr da einiges ändern müsst. Aber gut, so grundsätzlich sehr, sehr vielversprechend. Ich weiß gar nicht, was das nächste große Update von Divi sein soll. Die haben sich da selbst letztes Jahr oder vor 2 Jahren fast ins Knie geschossen, als sie riesig groß angekündigt haben, dass es diesen WooCommerce Theme Designer, oder dass es den gesamten Theme Designer geben würde in Divi, mit dem man auch Header und Footer designen kann. Und das hat ewig gedauert, bis sie das rausbekommen haben. Ja, genau. Das ist hier die Frage, wo wird das CSS, das den Preset macht, gespeichert? Weil aktuell wird das CSS einfach inline ausgegeben und das ist offensichtlich nicht the way to go. Das ist offensichtlich bescheuert. Aber so grundsätzlich ist das ein gutes Update. Wir sehen ja, dass es hier im Backend sehr intuitiv gelöst wurde, dass es jetzt quasi in die richtige Richtung geht. Der Output im Frontend, also der Code, der erzeugt wird, der ist noch sehr unsauber, so wie er aktuell ist. Da muss noch nachgebessert werden. Aber unter dem Strich, von meiner Seite aus, ja, brauchen wir nicht zu speichern, ich muss die Seite jetzt eh wieder löschen. Das ist meine Testumgebung. Ja, die braucht keine Einträge hier, jetzt muss alles weg. So grundsätzlich unter dem Strich, Daumen hoch. Ja, das ist eine gute Idee. Es geht in die richtige Richtung. Die Implementierung ist aktuell offensichtlich noch fehlerhaft. Also es kann nicht sein, dass hier dieses etpp-blurb 2 und dann etpp-icon steht und dann hier etpp-blurb 0, etpp-icon, das ist Bullshit. Ja, so darf das im Code nicht auftauchen. Hier muss eine Klasse stehen, etpp-blurb underscore orange button und dann icon und dann muss diese eine Klasse immer und immer und immer wieder verwendet werden. Ist mit Sicherheit noch ein Bug. Ist bei fast jedem großen Feature-Launch von Elegant Themes so. Also ich glaube, sie hatten die letzten 1,5 Jahre keinen Feature-Launch, der direkt vom Beginn an so funktioniert, wie er funktionieren soll. Sorry, aber ist halt so. Der Rollout von den neuen Features ist bei Elegant Themes fast immer zu schnell. Es gibt viele erfahrene Leute, die Webseiten entwickeln, die sagen euch, passt auf, am besten ist es, ihr wartet erstmal noch 1-2 Tage, bevor ihr das neue Update einspielt, weil dann erst funktioniert es so, wie es funktionieren soll. Es wäre leider an der Stelle, ja, ich glaube, es wäre nicht meine Empfehlung für euch, um ehrlich zu sein, hier an der Stelle, denn es scheint nicht so zu sein, dass dieses Update irgendwas zerschießt. Es scheint im Backend genau so zu funktionieren, wie es funktionieren muss. Das ist gut. Die Ausgabe im Frontend ist bisher noch falsch. Das ist aber kein Problem, weil solange es im Backend so funktioniert, wie es funktionieren soll und solange alles im Frontend so aussieht, wie es aussehen soll, gibt es nichts, was dagegen spricht, jetzt zu updaten und dieses Feature schon mal zu nutzen und sich damit vertraut zu machen. Und dann mit dem nächsten Update wird hoffentlich die Frontend-Ausgabe behoben und das hier wird richtig gestellt, ohne dass sich im Backend was ändert. Das heißt, ohne dass irgendwas im Backend plötzlich nicht mehr funktioniert. Okay, ich glaube, es gibt nichts mehr zu sagen zu dem neuen Update, das mir so spontan einfällt, als jemand, der sich grundsätzlich echt darauf freut, weil wir müssen wahrscheinlich nicht mehr mit CSS-Klassen arbeiten im Backend. Das ist echt, das ist huge, ja, das ist eine große Änderung, das ist super. Aber noch sind wir nicht ganz da, wo wir hinwollen.